Microsoft verschiebt den Zugriff auf die Outlook-Komponenten von links unten horizontal nach links oben vertikal. Und das kann einige Vorteile haben, muss es aber nicht. Hier seht ihr, was ihr damit anfangen könnt und auch, wie ihr es ausschaltet. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Und vielleicht habt ihr es schon gesehen, vielleicht ist es auch schon längst bei euch umgesetzt, vielleicht kommt es auch erst. Hier links oben seht ihr jetzt den Komponentenzugriff in der Desktop-App vertikal statt wie früher hier links unten horizontal. Und je nachdem, was für eine Update-Strategie eure Organisation fährt, habt ihr das so, wie ich es hier im Moment sehe, nämlich hier auf der linken Seite noch in Kürze verfügbar mit Jetzt testen und es lässt sich hier aus- und einschalten. Vielleicht ist aber auch dieses in Kürze verfügbar und Jetzt testen schon weg und ihr habt schon lange diese Information hier nicht mehr gesehen, ihr wollt aber vielleicht trotzdem die Komponentenauswahl wieder nach links unten schieben. Was ist die Idee von Microsoft davon? Zunächst mal, wenn wir ins Web schauen und uns Microsoft 365 im Web anschauen, dann seht ihr, hier ist ja auch die Programmleiste, die App-Leiste auf der linken Seite. Und wenn wir Outlook hier starten, also Outlook im Web, dann haben wir auch hier die Komponentenauswahl auf der linken Seite, wobei ich das hier gar nicht mehr Komponenten nennen würde, weil das sind Kalender und To-Do und so sind eigentlich eigene Programme und nicht wie bei der Outlook Desktop-App eine hohe Integration mit Komponenten. Aber das Ziel ist, diese Darstellung und diese Nutzung anzugleichen. Und deshalb hat Microsoft die Komponentenauswahl von hier links unten nach oben verschoben. Das ist auch ein großer Vorteil, wenn ihr es wirklich voll nutzen wollt. Das heißt, wenn ihr hier direkt auch auf andere Programme wie Word, Excel, PowerPoint zugreifen wollt, weil sich dann der Platz hier auf der linken Seite lohnt. Wenn ihr allerdings nur die Standardkomponenten Mail, Kalender, vielleicht noch Personen und Aufgaben haben wollt, dann ist es hier links unten besser, weil ihr damit Platz gewinnt. Und das ist gerade auf Notebooks mit kleinem Bildschirm dann doch ein ganz schöner Unterschied. Wie könnt ihr jetzt andere Programme hier einbinden? Ihr seht hier das Symbol für die weiteren Apps. Und wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr entweder mit einem Klick auf Word direkt das Programm Word starten und dann in Word weiterarbeiten. Oder ihr klickt auf das App-Feld und dann macht ihr einen Rechtsklick auf das Programm Word und wählt den Befehl Anheften. Und das könnt ihr natürlich auch mit anderen Programmen machen, die ihr hier braucht. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eben aus Outlook heraus direkt zum Beispiel PowerPoint zu starten, ohne dazu mehrere Klicks zu brauchen. Also wer gerne aus Outlook heraus auch andere Programme starten möchte, für den ist das sicher ein Vorteil. Und je nachdem, was ihr für eine Lizenz habt, habt ihr hier ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Programme bzw. Komponenten. Das lässt sich jetzt leider gar nicht mehr so genau auseinanderhalten. Die Notizen zum Beispiel sind eine Komponente von Outlook, wohingegen Word, Excel, PowerPoint eben andere Programme sind, genauso wie auch hier die To-Do-App, die zwar dieselben Daten verwendet wie die Aufgaben in Outlook, aber eben ein anderes Programm ist. Und je nachdem, ob es eine Komponente ist oder ob es ein anderes Programm ist, verhalten die sich ein bisschen anders. Das seht ihr hier bei den Notizen. Damit die Notizen auch nach dem nächsten Start von Outlook noch da sind, muss man die tatsächlich erst anheften. Das ist bei Programmen wie hier Word, seht ihr, da muss man lösen, da ist es schon automatisch passiert. Also ein bisschen ein unterschiedliches Verhalten, je nachdem, ob es sich um eine wirkliche Komponente, also einen Teil von Outlook handelt oder ob es sich um ein eigenes Programm handelt, wie zum Beispiel eben auch hier To-Do. Und To-Do ist ja eine Web-App, die es auch als mobile App gibt, die sehr viele Vorteile hat, aber ganz ehrlich in der Integration hier in Outlook meiner Ansicht nach völlig unbrauchbar ist, denn hier fehlt eine Suchfunktion. Und wenn ich ein paar Aufgaben habe, wie hier in dieser Testumgebung, dann ist es natürlich noch ganz einfach, aber sobald ich hier suchen möchte, kann ich in der To-Do-App nicht suchen, denn das Suchen hier oben gehört zu Outlook. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach Aufgabe suche, dann seht ihr, ich lande jetzt in einer Outlook-Komponente
und nicht in der To-Do-App. Ich lande nämlich in der Outlook-Komponente, die gestartet war, bevor ich auf die To-Do-App gewechselt habe. Das heißt nicht, dass die To-Do-App schlecht ist. Die ist ziemlich cool, vor allem mobil und im Web, aber eben nicht hier in der Outlook-Integration. Zumindest im Moment noch nicht. So, wenn ihr jetzt also diese Funktion ausschalten wollt, also diese Darstellung hier auf der linken Seite und es wieder hier nach unten bringen wollt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten und die eine ist, ihr habt noch dieses in Kürze verfügbar, das meint nämlich genau genommen, kann man auch mal draufklicken, das meint eben genau dieses neue Benutzeroberflächen-Updates, ne? Outlook bringt Kalender und so weiter in einer App zusammen. Und das wird jetzt nach links verschoben. Eigentlich ist dieses in Kürze verfügbar in Outlook nichts anderes als das Verschieben des Ortes. Zu dem in Kürze verfügbar habe ich letzte Woche schon ein Video gemacht in Bezug auf OneNote. Wenn euch das genauer interessiert, was das eigentlich heißt und wie man damit umgeht, dann könnt ihr euch das dort anschauen. Jedenfalls ein Ausschalten dieses Jetzt-Testens sollte dazu führen, dass die Leiste wieder hier von links nach unten kommt. Man muss dafür Outlook neu starten. Ich mache das gerade mal. Also ich beende Outlook und starte Outlook neu. Und dann sollte die Funktion testen immer noch da sein und die Leiste sollte nach links unten kommen. Und ihr seht schon, Microsoft ändert hier relativ viel, relativ häufig in letzter Zeit. Und das heißt, bei euch kann es so sein, dass diese Funktion zum Testen immer noch da ist. Ich habe aber schon ein neueres Update jetzt und deshalb verschwindet es bei mir. Wie könnt ihr diese Leiste hier von links nach unten bringen? Ihr wählt das Menü Datei, Optionen, erweitert. Und dann findet hier Apps in Outlook anzeigen und das meint, dass die Apps so angezeigt werden. Nehmt ihr das Häkchen raus, bestätigt mit OK. Ist wieder ein Neustart erforderlich. Ich mache den Neustart. Und damit habe ich jetzt die Navigationsleiste für die Komponenten wieder hier unten. Allerdings eben ohne Word, Excel, PowerPoint, To-Do und so weiter. Also wenn ihr diese Sachen nicht braucht und Platz braucht, dann legt es hier nach unten. Datei, Optionen, erweitert und hier Apps in Outlook anzeigen. Ich schalte es wieder ein, bestätige mit OK und nach dem Neustart wird es wieder auf der linken Seite sein. Jetzt kann es auch sein, dass diese Funktion bei euch gar nicht zur Verfügung steht und das ist dann der Fall, wenn ihr eben nicht mit einer Microsoft 365 Lizenz von Outlook arbeitet, sondern zum Beispiel so wie ich hier in diesem Beispiel. Ich zeige euch das mal hier unter dem Office-Konto. Da seht ihr, ich arbeite hier mit Office Professional Plus 2019 und wenn ich dort in die Optionen gehe und auf Erweitert, dann seht ihr, fehlt hier dieses Häkchen. Das heißt, wenn ihr keine Microsoft 365 Lizenz habt, dann steht euch diese Möglichkeit auch nicht zur Verfügung. Dann steht euch zum Beispiel auch keine To-Do-App zur Verfügung innerhalb dieser Umgebung. Schaut man sich die Verlautbarung von Microsoft zu diesem neuen Speicherort für die Module Mail, Kalender, Personen an, dann sieht man, dass da in letzter Zeit immer mal wieder ein Update dazu gekommen ist. Die Erklärung hier, die ist auf Englisch, aber das Spannende eigentlich an dem Ganzen ist, dass hier noch dabei steht, dass die Tastenkombinationssteuerung 1, 2, 3, die in Outlook in der Desktop-App eigentlich belegt sind mit Mail, Kalender und so weiter, dass die in Zukunft abhängig sind von der Reihenfolge, die ihr hier bei den Komponenten einstellt. Und das Zweite, was noch wichtig ist, ihr seht es hier beim Update vom 9. November, mit der Version 22.11, das ist die, die ich hier auch verwende, wird eine temporäre Option eingeführt, um die neue Oberfläche auszublenden und zur klassischen Outlook-Navigationsleiste zurückzukehren. Das heißt, das ist nur temporär. Stellt euch darauf ein, dass in Zukunft diese Zugriffsleiste links oben vertikal zu sehen ist, weil Microsoft das alles an die Web-Oberfläche angleichen will. Und ich gehe davon aus, dass in dem zukünftigen Outlook One, an dem Microsoft gerade noch heftig programmiert, dass dort auch die Leiste auf der linken Seite sein wird. Also ihr könnt es euch jetzt eine Zeit lang noch zurücksetzen,
Aber auf absehbare Zeit werdet ihr mit dieser neuen Darstellung arbeiten müssen. Und ihr könnt hier auch sehen, das beschäftigt sehr viele Leute. Also hier gibt es tatsächlich 653 Kommentare zu diesem einen Blogbeitrag. Und das ist dann doch eine ganze Menge. Was haltet ihr von dieser neuen Oberfläche, also von dem Verschieben der Komponenten? Sagt ihr, naja, dann ist es halt an einer anderen Stelle oder nervt es euch oder findet ihr es voll cool? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und ich bin sehr neugierig, was ihr davon haltet. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.